im realen selbst Bildliches von so hoher Autorität erscheint, dass säkuläre Realität sich an dieses prägende Bild anschließen muss. Auf dem Weg der Nachahmung, auf dem Wege der Erziehung und so weiter. Und man darf nicht vergessen, die Philosophie hat mit einem Putsch dieser Art begonnen. Ein Putsch gegen die Primärtheorie, dass zuerst das Reale da ist und danach das Bild. Der Platonismus ist ein einziger Putsch gegen den sogenannten gesunden Menschenverstand, indem er nämlich Bilder an die unterste, also allerrealste Stufe des Seienden platziert. Ja, also Bilder oder man sollte vielleicht besser sagen Formen oder Gestalten. Denn ich weiß nicht, ob Plato ausgeführte Bilder im Sinne moderner Kunst oder die Urbilder mit hätte einrechnen wollen. Aber Dreiecke zum Beispiel sind hervorragende Kandidaten für die Urbildzone. Und alles, was im Real noch dreieckig sein will, muss irgendwie schauen, wie es mit der Ähnlichkeitsbeziehung zum Urdreieck zurechtkommt. Und so mit allen geometrischen Körpern. Plato hat ja sogar den Versuch gemacht, eine eigene Klasse von Körperurbildern zu schaffen, die man im Real noch nicht gesehen hat, von denen aber die Behauptung aufgestellt wird, sie liegen allen unregelmäßigen Oberflächenerscheinungen, die wir mit den Sinnen wahrnehmen, letzten Endes zugrunde und machen den intelligiblen Kern von Wahrnehmung aus. Das sind die berühmten platonischen Körper, die als regelmäßige Vielflächer beschrieben werden.